Es sind ungefähr nur 40 Kilometer zwischen Calais und Boulogne-sur-Mer. Aber was für 40 Kilometer? Wenn ihr Wind und Wetter am Strand mögt, euch hochaufragende Kreidefelsen interessieren mit spektakulären Ausblicken und charmante kleine Küstenorte, dann seid ihr an der Opalküste genau richtig. Sie erstreckt sich nördlich von Boulogne am Ärmelkanal entlang. Dieser verführerische Küstenstreifen erhielt seinen Namen vom Farbenspiel des Wassers, in dem sich der Himmel spiegelt. Aber Landschaft ist nicht nur was für Ansichtskarten. Die Opalküste hat eine starke historische Vergangenheit. Hier sind überall die Überreste von Nazi-Deutschlands Atlantikwall verstreut, der die Invasion der alliierten Truppen verhindern sollte. Für die Outdoor-Enthusiasten unter euch gibt's hier zahllose Wanderwege durch die Dünen entlang der Küste. Mit dem Auto sollte man der Küstenstraße, der D940, folgen. Hier sind wir in einem der erstklassigen Aquarien Europas. Der Besucher taucht hier förmlich ab in die Tiefen des Ozeans und begegnet einer atemberaubenden Vielfalt von Fischen und anderen Meeresbewohnern auf Augenhöhe. Das Streichelbecken macht den Kindern, den Erwachsenen, die hier auch ganz schnell wieder zum Kind werden und ganz offensichtlich auch den Fischen, viel Spaß. Und dieser hier scheint zu überlegen, ob er was mit der Kamera anfangen kann. Die interessanteste der französischen Städte am Ärmelkanal ist zweifellos Boulogne-sur-Mer. Von der Unterstadt entlang des Hafens haben wir uns in die Oberstadt aufgemacht, die von der aus dem 13. Jahrhundert stammenden Stadtmauer eingefasst ist. Man kann daran entlang gehen oder sich innerhalb der Mauer an Architektur, Kunst, den vielen Cafés und den freundlichen Menschen erfreuen. Wir waren hier in der Crêperie Saint-Michel, deren Chefin in der Küche super Sachen zaubert und der Patron mit seiner Herzlichkeit Gastfreundschaft lebt. Die Basilika Notre-Dame ist von außen und von innen beeindruckend und ihre Krypta beherbergt Kunstschätze von allererstem Rang.
Zurück auf dem Weg in die Unterstadt werfen wir einen Blick in das Maison de la Beurrière, das einmal die Wohnung von Fischerfamilien war. Es ist beeindruckend zu sehen, in welcher räumlichen Enge die Menschen wohnten und mit welcher innovativen Idee ein ausrangiertes Fischerboot als Hausdach zu nutzen die Lebenssituation verbessert. Für dieses Mal verabschieden wir uns aus Boulogne-sur-Mer mit einem Bootsausflug, der uns die Opalküste noch einmal aus einer anderen Perspektive zeigt.